und willkommen zurück auf dem wunderbaren Planeten Eos in der Welt von Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind immer noch im Gespräch mit der lieben Bibi. Und wir wollen sie jetzt erstmal ein bisschen ausquetschen über sich selbst. So, ihre Anwesenheit hier. Was hast du denn da ein bisschen so für uns zu erzählen, meine liebe Bibi? Wie sind Sie hierher gekommen? Nach dem, was mit den Außenposten geschehen ist, hätte ich nicht erwartet, hier noch auf irgendjemanden zu treffen. Ich hatte eine Mitfluggelegenheit und musste den Flugplan ein wenig frisieren. Die Nexus wollte niemanden mehr riskieren. Oder damit niemand sieht, wie schlimm es hier wirklich war. Ja, es war traurig, aber es gibt hier noch so viel mehr. Und einige von uns wollen es finden. Wir sind doch nicht so weit gereist, um einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Das mag stimmen, ja. Die Bots, denen wir begegnen, sie hatten Namen dafür? Irgendwie musste ich sie ja nennen. Die Beobachter fliegen herum und observieren jeden, der diese Tech berührt. Die Assembler stellen andere Relikte her. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Fertigungswerkzeugen oder 3D-Druck. Und Brecher zerstören alles, was ihnen nicht gefällt. Also uns. Leicht zu merken. Ihr Name. Das interessiert mich jetzt wirklich. Bibi, was? Voll ausgeschrieben. Was bedeutest du? Ist Bibi ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jägerin nie gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist schön kurz und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Sie will uns ihren echten Namen also nicht verraten. Wieso? Das interessiert mich gerade. Haben außer Ihnen noch andere Leute ihr Lager auf Eos aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen. Und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Um wen handelt es sich da bei diesem zornigen alten Mann, der Cat jagt? Das wüsste ich ja. Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und Eos bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise. Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Wer weiß schon, wozu sie fähig ist. Wie alt ist sie genau? Sie war jahrhundertelang inaktiv. Was vermutlich gar nicht so alt ist. Aber lange genug, dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Womöglich, wenn wir das okay. Erfahren. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Sehr gut. Es gibt so viel zu entdecken. Fangen wir damit an. Ja, wir fangen auf jeden Fall damit an. Auch wenn du hier rumstehst und wir dann die ganze Drecksarbeit wieder machen. Aber wirklich, diese Technologie, die ist zwar schon mega krass und so weiter, ne? Gebe ich zu. Also, guck dir das an. Ist mega krass, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Aber wirklich eine Atmosphäre umwandeln, das Klima neu formen, die Radioaktivität beseitigen? Ernsthaft? Wirklich? Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so möglich ist. Also, ich würde es euch wünschen, Leute, aber... Die Strahlenbelastung nimmt zu. Guck mal da runter. Easy, oder? Natürlich. Der Nomad kriegt das hin. Das ist schon ein krasses Gefährt. Erinnern Sie sich noch, wie wir damals in der Milchstraße die ersten Daten über Eos erhalten haben? Sie meinen, als sämtliche Orte als H gefolgt von einem Haufen Zahlen bezeichnet wurden? Ihr Vater hatte diese Daten in seinem Büro aufgehängt. Er kannte sie in- und auswendig. Ich habe mich damals immer gefragt, wie diese Welten wohl wirklich aussehen würden. Jetzt weiß ich es. Ich liebe es gerade, mit dem Teil hier rumzukruisen, ne? Ohne Scheiß. Es ist mega smooth hier gerade. Ich hoffe, ich fahre gerade in die richtige Richtung. Haha! Also was mir hier feindliche sind, ist auf meinem Planeten, das geht ja gar nicht. Also ich meine, ich hätte ihn natürlich wieder walzen können mit meinem Nomad hier, aber sollte ich. Ich komme doch bestimmt nicht hoch, oder? Wir müssen einen die richtigen Weg finden, das ist klar. Das sieht nach einem Weg aus, rechte Richtung. Naja. Das goldene Ödland. Ja, okay. Das goldene Ödland, also. Wie kann ein Ödland für die Golden sein? Vielleicht hoch. Jetzt kann er das bitte so hochklettern, vielleicht? Ja,
mal, Cora. Cora hat schon, okay. Können wir den nachladen, danke. Okay, hier kommt der Nomad. Oh, der Chromfilm. Krasse Scheiße. So, Cora, du bist drin, ne? Sonst wärst du gerade wieder gewachsen. Krass. Ich finde schön, dass ihr wirklich überall was rumkreucht und fleucht. Ich muss da trotzdem irgendwo hoch. Na doch. So, da vorne komme ich dann schnell hoch. Diese Tech, die wir auf Habitat 7 gefunden haben, ist also die gleiche wie hier? Den Scans zufolge ja. Dann sind es jetzt schon zwei Planeten. Was bedeutet das? Sie wissen, was es bedeutet. Wir satteln auf und finden es raus. Alles klar. Ich weiß noch nicht, was es bringt, die zwei Modi umzuschalten. Weil es gibt ja... Es gibt ja einen Modus, da ist das Teil ein bisschen tiefer und einen Modus, der ist ein bisschen höher. Und bei dem Modus, wo er ein bisschen höher ist, kommt man einfach besser einen Berg hoch. Aber was bringt das denn in den anderen Modus zu schalten? Man kann doch einfach sonst immer so rumschalten. Gegner Nein, vor uns! Bin bereit. Wo sind die Gegner? Was ist das genau? Das war's? Erledigt! Krass. Was ist das hier? Was ist das hier für ein Truck? Keine Ahnung. Ich will es einfach mal scannen, oder? Das ist ein schwerer Kettzugwagen. Also die Kett waren auf jeden Fall hier. Alles klar. Also wir werden auf jeden Fall noch Probleme kriegen mit den Typen. Vorne ist da noch so ein Teil. Davon war so ein Teil. Nein, nicht den Nomad Town. Nein. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, denn sonst bin ich hier wirklich aufgeschmissen. Wir müssen hierher. Wie kommen wir denn da am besten hin? Das ist ja das Terrain. Wir müssten rein theoretisch... Alter, das ist wirklich in 3D. Ist ja geil. Wir müssen rein theoretisch hier rüber. Hm? Also, hier, wir müssen umdrehen rein theoretisch. Okay, und dann da vorne rechts hoch. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn man die Karte nutzt, kommt man ja ganz gut zurecht. Aber die Gebiete sind schon riesig, ne? Wenn man den Nomad nicht hätte und alles laufen müsste, das wäre was. Alter, geil! Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In meiner Zeit als Soldatin? Nein, darum geht's dabei doch. Das hat sowas... Mechanisches. Haben Sie darüber nie nachgedacht? Militärische Disziplin ist nicht nur etwas Cooles, gegen das Sie rebellieren können. Im Kampf verlassen andere sich darauf, dass sie dort sind, wo sie sein sollen und tun, was sie tun sollen. Denn die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur, was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Ich hab grad gemerkt, was es bringt, zwischen den zwei Modi. Die Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Hier ist es ruhiger. Haben Sie das bemerkt? Strahlenbelastung. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Ich merk's auch gerade, oder? Sollte mal die Waffen wegstecken. Ich habe übrigens gerade gemerkt, was es bringt, beim Nomad die zwei Modi umzuschalten. Mit dem hochgeräderten Antrieb quasi, kommt man besser die Hänge hoch, aber man ist dafür langsamer auf der Ebene. Und mit dem anderen Antrieb, wo man quasi tiefer liegt, da ist man schneller auf der Ebene, aber dafür kommt man die Hänge nicht hoch. Also es bringt schon... Umschalten. Sicher, dass er feindselig ist? Der ballert nicht. Okay. Was er will, soll er es haben. Willst du es so, dann kriegst du es so. Kriegt er nicht gehittet. Ah, shit. Lade nach. Ich bin gerade leicht fordern, ne? Okay, ich muss noch kurz in Deckung gehen, Leute. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Ja, das kriegen wir schon hin, hätte ich mal. Down. Ich hab einen erledigt. Ich hab grad echt Probleme mit dem Leben, ne?
keine Munition mehr für die Sniper, das ist ja krass. Gott, erledigt. Ich brauch Munition für die Sniper, verdammt scheiße. Wo krieg ich Munition her, verdammt? Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Was? Entschlüsselung aufgrund fehlender Glyphen-Informationen nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung auf Glyphen. Alles klar. Sie müssten in der Lage sein, diese Glyphen zu orten, Pathfinder. Ich scanne mal alles in der Umgebung. Was haben wir denn hier? Wir sind wahrscheinlich wieder da hoch, oder? Ich habe jetzt alles gesehen, was hier unten ist. Wahrscheinlich müssen wir wieder hoch, ne? Was fehlt uns denn noch? Es fehlt alles noch hier glyphentechnisch, ne? Wir brauchen mehr von diesen Symbolen. Wahrscheinlich müssen wir wieder da hoch. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja, da ist eine Leitung. Die Leitung geht hoch. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder da hoch. Alles klar, okay, kriegen wir hin. Wenn ich weiß, wohin ich muss, dann ist ja alles klar. Dann geht's hin. Da komme ich nicht hoch, das ist das Problem. Überhaupt! Relikt-Konto. Ihr Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Krass, ich kann auch schon Gott spielen, das finde ich sehr geil. Hab ich da Halt? Nein, habe ich keinen Halt. Hä? Gib mir dann dieses Teil. Stecke mir nicht fest, oder? Hallo. Nein, das ist ja nett. Was bringt mir das dann, wenn ich die Teile hier rausfahre? Wenn ich da eh nicht weiterkomme? Ich werfe mal kurz mal hoch. Kommt denn da sonst irgendwo weiter? Kann ich denn dennoch scannen? Ich kann dennoch scannen. Okay, da hat es doch einen Sinn gemacht. Okay, hier unten ist das Symbol für hierher. Dann müssen wir noch auf die andere Seite darüber. Alles klar. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch dieses Teil hier müssen wir wahrscheinlich noch aktivieren und dann wird sich wahrscheinlich wieder was heben. Ah, das hat uns nichts gebracht. Obwohl, hier können wir rein. Können wir hier durch? Ich muss das vielleicht nochmal aktivieren. Also ich bin echt am Struggle, ne? Also ich weiß nicht wirklich, wie solche Rätsel funktionieren. Ich bin das gerade wirklich neu um entdeckt. Sie müssen da drüben hoch, das sehe ich schon mal. Aber da kommen wir nicht hoch, oder? Da kommen wir da einfach so hoch. Ich denke mal nicht, ne? Das wäre unrealistisch. Nee, raus aus dem Bereich müssen wir bestimmt nicht. Raus aus dem Schrammbereich bestimmt nicht. Also das gehört auch so ein bisschen Rätsel-Ding dazu, das sehe ich gerade, ne? Kommen wir, könnten wir rein theoretisch hochgehen, wenn wir nicht weit kommen. Hier ist noch so ein Teil. Ah. Okay. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Easy. So, dann können wir hoch. Vielleicht. Können wir da oben wieder was scannen. Bis da hoch. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hoch. Es geht bis hierher, alles klar. Dann haben wir wieder was zu scannen. Sehr geil. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Sehr geil. Sie mag das. Ich liebe es, Mann. Diese Rätsel sind geil. Sie sind nicht schwer, sie sind nicht wirklich fordernd, aber sie sind sehr erfrischend, muss ich schon sagen. So, Interfacing. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ich habe einfach nur irgendwo hingeklickt. Ich kann nicht wieder. Alter. Was habe ich denn gemacht, bitte? Komm doch. Gesundheit, Rail. Ach, danke, Rail. Das war's? Was muss ich denn bitte jetzt machen? Hä? Muss ich jetzt irgendein Symbol nehmen, was ich vorher schon gehabt habe? Ich hab mir das noch nicht gemerkt.
Hätte ich mir das merken sollen? Versuchen Sie es weiter. Wir kriegen das schon hin. Versuchen Sie es weiter, wir kriegen das hin. Ja, hallo? Keine Ahnung, wo ich hinklicken soll. Hätte ich mir das irgendwas merken sollen oder so? Ich bekomme da nichts bekannt vor irgendwie. Entschlüsseln Sie die den Reliktcode. Nehmen Sie den Raster Glyphe zuweisen. Eine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Aha. Das ist anscheinend ein Kreuzworträtsel quasi, ne? Ah, das sollte rein theoretisch passen. Da kriegen wir aber Probleme mit dem Teil da oben. Ach, scheiße. Dann machen wir das so. Ach, wir haben ja noch so eins. Ach, scheiße. So, das sollte jetzt aber rein theoretisch passen, ne? Obwohl, zählen noch Querschläge? Keine Zeile, Spalte oder markierte Form. Markierte Form haben wir keine gleich. Okay, dann sollte das rein theoretisch passen. Es sei denn, ich habe was übersehen. Das sehen wir gleich. Mann, jetzt habe ich zurücksetzen. Mann, ich bin ein dummer Dulli. Ohne Scheiß. So, das hier. Und hier das hier. Und das hier. Und hier das hier. Und hier das hier. So, passt. Was? Interfacing fehlgeschlagen, oh, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Fuck you. Also es kommen nicht tausende Gegner, wenn das ist schon mal sehr nett. Was mache ich denn bitte falsch? Ich weiß, wie Kreuzworträtsel funktioniert, verdammte Scheiße. Wie viele Symbole habe ich denn? 1, 2, 3, 4. 4 Symbole habe ich. Alles klar. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Alles klar. Ach, die sind ja bei dem auch vorhanden. Da habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das hier dürfte ich rein theoretisch. Der dürfte ich nicht. Das hier dürfte ich rein theoretisch auch nicht. Das heißt, ich muss das hier auch. Ne, das hier auch nicht. Das hier muss ich. So, hier könnten wir rein theoretisch das hier nehmen. Hier könnten wir rein theoretisch das hier nehmen. Das darf ich nicht. Das dürfte ich auch nicht. Das hier darf ich. So, das hier darf ich auch nicht, das hier darf ich auch nicht, das hier darf ich. So, passt das denn jetzt? Bitte. Och komm, ich bin zu dumm für die Scheiße. Interfacing fehlgeschlagen. Was ist denn los? Verteidigungssysteme werden aktiviert. Was ist denn los? Die paar Gegner, die da kommen, die sind wirklich nicht herausfordernd, aber... Hä, was mache ich denn bitte falsch? Doch nichts falsch. Helft mir, Leute. So, das darf ich nicht nochmal. Ist klar. Das darf ich auch nicht. Das darf ich auch nicht. So, ich muss das hier nehmen. Alles klar. Okay. Ich hasse Kreuzworträtsel, ne? Ohne Scheiß. Normalerweise hasse ich die nicht, ne? Aber gerade fucken sie mich gerade mega. Das darf ich nicht, das Symbol. Das heißt, ich muss rein theoretisch das hier nehmen. Das muss ich, weil sonst hätte ich in der letzten Reihe. Jetzt habe ich das hier verkackt. Achso, das hier. Aha. Das hier dürfte ich rein theoretisch nicht. Das hier auch. Doch, das würde rein theoretisch gehen. Das hier nicht. Das hier auch nicht. Das hier darf ich. Das darf ich. Okay, jetzt kontrollieren wir nochmal alles. Links oben geht. Das nächste geht auch. Das nächste geht auch, ja. Das nächste geht auch, soweit ich das sehe. Das nächste geht normalerweise auch. Jetzt sollte das doch rein theoretisch passen. Ohne Scheiß. Wenn es jetzt nicht passt, beende ich den Part und dann gucke ich mal, ob ich das zwischen den Folgen rausfinde. Ja, Mann! Bin ich geil! Sie können das richtig gut. Ja, natürlich. Das sind drei Fails und das, ja, ich kann's richtig. Irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden sie sich.
Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ach, Baby, ich mag dich. So, Munition aufgenommen. Geil. Also, ich kann mal ein Landungsschiff der Kett. Ernsthaft? Hat man... Ja, ernsthaft. Und zwar in der nächsten Folge werden wir das Landungsschiff der Kett mal inspizieren. So, mal gucken, ob die nur Hallo sagen wollen oder ob die ein bisschen mehr machen wollen. Ach, so, Leute, lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, alles unten rein. Ja, hate mich bitte, dass ich das so scheiße gekonnt habe gerade. Fail. So, aber ist so das gewesen, Leute. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wir sind diese Kerle. Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht. I'm only human after all. I'm only human. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.